nimmt das Leben, wie er will. Und er stellt sich auf die Probe mit diesen Dingen, was in seiner Weisheit ist. Das ist die Antwort darauf. Das war jetzt das erste Problem, die Existenz Gottes. Die Existenz Gottes. Und wir haben darüber geredet, Gott ist nicht irgendwie ein Mannequin im Himmel. Gott ist Gott, über unsere Vorstellungskraft. Zweiter Punkt, weil viele sagen, ich glaube, da ist irgendetwas. Stimmt, da ist etwas und das ist Gott. Gott ist nicht Passbild oder irgendjemand, den wir mit dem Stift malen. Zweites Argument war, warum passieren so viele schlechte Dinge? Haben wir auch darüber geredet. Dritter Argument war, warum haben wir nicht gesehen? Vierter Argument, warum bin ich kein Millionär? Warum ist meine Katze gestorben? Diese ganzen Punkte. So, normalerweise, die meisten Menschen haben jetzt kein Problem oder kein Argument, etwas gegen die Existenz Gottes zu sagen. Und ich habe schon gesagt, oder ich bin mir überzeugt, dass niemand sich 100% überzeugt sein kann, dass es keinen Gott gibt. Sondern was sie sind, sind sie Zweifel daran. Man zweifelt an der Existenz Gottes, aus diesen Gründen, die eben genannt wurden. Und wie ich schon gesagt habe, was uns immer wieder zeigt, dass Menschen zweifeln, ist, dass viele Leute sagen, sie sind Atheisten oder sie glauben nicht an Gott, aber sobald irgendetwas passiert oder eine wichtige Entscheidung im Leben ansteht, fangen sie an zu beten. Naja, okay, wenn es dich gibt, dann helf mir doch. Es sei denn, sie haben ein schlechtes Gewissen, aber sie würden gerne fragen. So, das war dazu. Jetzt die nächste Frage ist, wo kriegen wir die Information her, warum wir erschaffen wurden und was der Sinn unseres Lebens ist? Wenn wir uns als Menschen betrachten, dann sehen wir, dass wir Menschen die Eigenschaft bekommen haben, vom allmächtigen Gott selbstständig zu denken und abzuwägen, was wir tun nicht. Wir sind keine Tiere, wir sind keine Kakerlaken, die nach Instinkt gehen, ja, der läuft dahin. Der Hund, ja, die Hundin, nee, das Beispiel bringe ich nicht heute. Jedenfalls, wir sind keine Menschen, die einfach nur nach Instinkt gehen, keine wie Tiere. Der einfach nur Instinkt geht, es gibt was zu fressen, der wird dahin gehen. Du kannst abwägen, was richtig und falsch ist. Du hältst jemand etwas hin, der Löwe ist hungrig, der wird dir die Hand abbeißen. Oder dich fressen. Wir sind Lebewesen, wir sind Geschöpfe, die selbstständig denken können. Und zu diesem selbstständigen Denken hat derjenige, der uns erschaffen hat, uns die Veranlagung gegeben, über drei prinzipielle Fragen nachzudenken. Erste Frage, wo komme ich her? Zweite Frage, wo gehe ich hin? Dritte Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Und dass er uns diese Veranlagung gegeben hat, muss einen Sinn haben. Beispielsweise hat er uns eine Nase gegeben, hat einen Sinn, dass wir atmen, dass wir riechen können. Er hat uns Augen gegeben, das hat einen Sinn. Und er hat uns diese Eigenschaften gegeben, dass wir darüber nachdenken. Also muss es eine Antwort geben. Jetzt kommt die Frage, wo kriegen wir die Antwort her? Sagt, die Antwort finden wir sicherlich nicht bei Bravo TV oder im Kölner Stadtanzeiger, sondern diese Frage finden wir in den heiligen Büchern. Die heiligen Bücher, vergleicht mal einfach mal die heiligen Bücher, schaut sich die Authentizität an und das, was ich nachgeforscht habe, es kann ruhig jemand anderer Meinung sein, kann ja gerne sein, das, was ich nachgeforscht habe, ist, dass ich sehe, bei der Bibel beispielsweise, ein Buch, das ich schätze, ein Buch, wovon ich sage, in diesem Buch sind wunderbare, wahre Geschichten drin, historische Ereignisse drin, es werden wunderbare Werte vermittelt, aber ist die endgültige Authentizität vorhanden? Beispielsweise wird gesagt, dass das Alte Testament, die fünf Bücher Moses, von Moses geschrieben wurden. Wir finden aber im letzten Buch Moses eine ganz genaue Beschreibung von dem Tod von Moses. Das geschrieben steht, und so starb Moses, der Knecht Gottes, dort in dem Land, und er wurde dort begraben, und die Israeliten weinten 40 Tage über ihn, und wo er begraben liegt, weiß heute keiner, wo sein Grab ist. Das zeigt uns ganz deutlich, dass er das Buch nicht geschrieben hat. Das heißt, wer ist der Autor von diesem Buch? Die vier Evangelium, der Autor ist auch nicht Jesus. Wir sehen, dass zum Beispiel Lukas in seinem Lukas-Evangelium schreibt, 1 Vers 1, schreibt er, lieber Theophilus, schon viele haben es versucht, das, was sich unter uns ereignet hat, aufzuschreiben, der Reihe nach, so habe auch ich es unternommen, der Sache nachzugehen, nicht ich bin von Gott inspiriert oder ich bin Augenzeuge, und rauszufinden und nach bestem Wissen und Gewissen die Sache aufzuschreiben, sinngemäß. Kann man gut nachschlagen, um die genaue Ausdruck zu haben. Lukas 1, Vers 1. Das sage ich jetzt nicht von Gott. Wo ist der Beweis?
jetzt der Koran angeht, dann haben wir Encyclopædia Biblica, wo gesagt wird, dass viele Fälschungen reingekommen sind. Wir haben heute in der Bibel zwei große Verse, die bewiesenermaßen nicht in den alten ältesten Manuskripten drinstehen. Johannes 8, Vers 1 bis 11 und Markus 16. Markus Evangelium 16, das Ende davon ist nicht in den alten Manuskripten vorhanden. Wo kommt das her? Wir haben den Koran, wo wir die ältesten Manuskripte haben, in Istanbul und in Taschkent, wo der Buch genauso ist wie heute. Und ein Gelehrter, ein westlicher Gelehrter, hat ein Buch darüber geschrieben, The Collection of the Quran, auf Seite 239. Dort schreibt er, dass wir keinen Zweifel haben, dass das, was wir heute in den Händen haben, wissen wir, dass das der Koran ist, der von Mohammed genehmigt und zusammengestellt wurde. Rudi Parrett in seiner Koranübersetzung, auf seiner ersten Seite in der Einleitung, schreibt er, es gibt keinen Zweifel daran, dass auch nur ein einziger Vers in diesem Koran nicht von Mohammed stammen würde. Damit meint er, natürlich, der Koran ist von Gott, dass er nicht von Mohammed zusammengestellt wurde, sondern dass später nach seinem Tod etwas dazu kam. Das sind Menschen, die Christen sind, die dies bezeugen. John Burton ist übrigens der, der das erste Buch geschrieben hat, das ist sehr bekannt. Der hat das Buch ursprünglicherweise geschrieben, am Anfang, um Koran zu widerlegen. Dann finden wir in dem Buch, dieses Buch geht mit der Zeit. Damals, zur Zeit der Araber, zur Zeit des Propheten Mohammed, waren die Menschen vertraut mit Poesie. Und der Koran fordert sie heraus. In Sura 2, Vers 23, er sagt, wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir herabgesandt haben, dann kommt mit einer Sure, die genauso ist wie diese. Und sie sind gescheitert. Natürlich für jemanden heute, der kein Arabisch kann, schwer nachzuvollziehen, diese Sprachgewalt. Schwer nachzuvollziehen, aber wir haben den historischen Beweis, dass sie gescheitert sind. Dann ging es weiter. Der Koran fordert die Menschen heraus. Er sagt in Sure 4, Vers 82, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, haben sie den Koran nicht betrachtet? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافٍ كَثِيرًا. Hätten sie, wäre der von einem anderen aus dem allmächtigen Gott, hätten sie darin viele Widersprüche gefunden. Dann kommt er mit einem anderen Test, Falsification Test in Englisch. Er sagt, er gibt Voraussagen. Es gab einen Mann, der hieß Abu Lahab. Der hat die Botschaft des Propheten immer versucht,